Hallo und herzlich willkommen zurück zu City Skylines. Wir haben zuletzt wunderschöne... ich weiß nicht, was da los ist. Wir haben nicht genug Käufer für unsere Produkte. Ja, es ist ein bisschen... Und hier haben wir trotzdem verlassene Leute. Wir brauchen wahrscheinlich einfach mehr Gewerbegebiete hier. Dafür habe ich das ja gebaut hier. Auch sagen. Ich habe extra. Ja, doch, ist okay, glaube ich, dass die Häuser dahin macht. Wir haben immer Nachfrage nach Wohngebieten, aber halt nur so minimalst, ne? Ich muss einmal gucken, wie der Verkehrsfluss hier ausschaut, ne? Verkehr. Nee, nicht Transport, Verkehr. 84%. Ja, solche Stellen sind klar rot, aber ist nicht irgendwie extremer Rückstau. Die Autobahnen sind alle gelb. Unsere Straßen hier sind tatsächlich auch alle gelb. Hier ist rot, aber das ist... Wissen, warum da rot ist, ja? Wir wissen das. Hier geht tatsächlich. Ja, das ist eigentlich okay. Dafür, dass es zweispurige Straßen sind, zum größten Teil immer noch. Nicht genug gebildete Arbeiter. Am... Wir haben nur gebildete Arbeiter eigentlich. Wir verlieren aber konstant aktuell Geld. Wo ich leider immer noch nicht weiß, woher das kommt. Wenn jemand einen Tipp hat, woher das kommt, dann schreibt es mal in die Kommentare. Damit ich das, fixen kann, weil... Mich nervt es langsam. Ja, jetzt sind wir minus 7k. Ja, das ist nicht so geil. Gut, wir können auch wahrscheinlich hier drüben mal anfangen, uns damit abzufinden, dass wir einen Bahnhof nicht mehr brauchen, ne? Wobei, wir brauchen den Bahnhof, glaube ich, schon noch aktuell, so wie das die Fahrzeuge da rein und raus fahren. Das staut sich's richtig. Warum staut sich das denn so? Ja, es soll eigentlich verhindern, dass sich staut. Okay, es hat sich aufgelöst. Das ist gut. Okay, es hat sich... Ja, okay. Das geht. Der eine Zug da wartet immer noch. Der Personenzug darf jetzt durch den Güterbahnhof fahren. Kriegt Prio vor dem anderen Zug. Der quetscht sich da wahrscheinlich jetzt rein. Ja, ist okay. Personenzug muss ein bisschen bremsen. Ah, weil der andere ihn schneidet. Okay, aber wir machen... Hä? Okay, aber läuft. Läuft. Zug hier, das läuft. Okay, hier haben wir... Okay, ist da was? Und davon abgesehen, dass dieses Gebiet hier oben... keinen mehr interessiert. So... wir sind soweit, glaube ich. Wir werden jetzt einfach hergehen. Und sagen, weg damit. Ich weiß, irgendwas wird keinen Strom haben. So, das weg. Das heißt, ihr dürft nochmal bleiben für einen Moment. Das hier weg, das hier weg. Das kommt auch weg. Alles weg hier drüben.
komplette Gebiet wird neu gemacht. Die Erzindustrie ist auch eigentlich ausgebeutet mittlerweile. Die einzelnen Fabriken, keine Ahnung, die können wir jetzt noch rüber transportieren, wenn wir wollen. Ob sich das lohnt, ist halt die andere Frage. Weil produzieren tun wir nicht mehr genug. Das ist das Problem. Der Bahnhof hat keinen Strom, das war klar. Okay, das hat noch Strom. Karussellpark, ja, den können wir wunderbar hier irgendwo hinpacken. Da ein Parkplätze werden wir auch übrig haben auf jeden Fall. Was genau tun die da? Die drehen da einfach nur um, kann es sein? So, actually, werde ich wahrscheinlich die äußersten Straßen mal stehen lassen. Boah, hier sind sowieso keine äußeren Straßen mehr, aber ja. Das ist auch Schwachsinn. Hier werden alle. Dann kann ich direkt mal dicht machen. Haushalts-KI benimmt sich dagegen, ja, kannst du leider nicht. So, Umwelt wird nämlich jetzt, warte, muss auch weg. Kein bisschen Industrie mehr hier haben. Weg damit. Das kann wegen mir bleiben, erstmal. Da hätte ich vielleicht auch lassen sollen. Gewerbegebiet bleibt erstmal. Bis ich weiß, was zukünftig damit passiert mit dem Gebiet. Einfach um unseren Bedarf zu erfüllen, ja. Klar, wir haben hier noch genug Platz. Das werde ich auch direkt mal einfärben. So ein dichtes Gewerbegebiet mache ich hier nicht. Strom. Ja, ihr habt alle keinen Strom. So, ich kann es auch beschleunigen, ne? So, weg damit. Weg mit dem umweltverschmutzenden Zeug. Hier habe ich auch nichts. Sehr gut. Taxistand. Ja, okay, Taxistand. Actually, na. Können wir mal wieder einen hier unten irgendwo platzieren. Warum nicht? Krematorium. Ja. Haben wir hier genug? Haben wir eigentlich genug? Ja, dann lasse ich das da erstmal stehen, glaube ich. Ist halt so. Ja, es ist halt einfach so. So, der Güterbahnhof. Damit.
was. Weg damit. Ja, das haben wir noch, das haben wir noch, das brauchen wir auch noch, okay. So, der Park. Der Park kann direkt hier rüber. Irgendwo, irgendwas Tolles. Irgendein toller Platz. Hier drüben ist doch, brauchen wir noch Parks. So, Feuerwehr lasse ich erstmal hier stehen. Genauso wie Krankenhaus und die Krematorien. Ein dekorativer Parkplatz, der kann hier auch auf jeden Fall hin. Ich sollte noch die Abfahrt machen. Und ich habe hier hinten noch kein Wasser gemacht. Mein Fehler. Zum Anschließen. So, er meint es aber so, da haben wir da Wasser. Vielleicht mache ich hier noch so eine Verbindung einfach mal rüber. Aber zu den Zusatzverbindungen an Leitung kann ich schaden, falls mal irgendwo ein Rohr verstopft ist oder so. So, das hier wächst, das wächst, das wächst. Und das hier... Was ist das? Ein Postamt. Ja, ich glaube, ich habe überall jetzt Postämter mittlerweile. Ja, ich habe überall Postämter eigentlich. Ich glaube, hier vielleicht. Lass hier mal einfach noch eins hin. Das ist ein Krematorium, ja. Das sind jetzt erstmal zu den Verbrennungsanlagen. Das kostet mich 5k, ja, das kann ich mal machen. Ich will keine kompletten Stromleitungen eigentlich wieder abreißen. Okay, wie viel weniger Verkehr da jetzt ist, auf jeden Fall, ist krass. So, was wir jetzt noch machen, die Folge, das habe ich nämlich letztes Mal vergessen. Das ist zumindest für die eine Seite, die Abfahrten zu machen. Gefälle zu steilen, natürlich. So, und das muss ich jetzt aber halt umkehren. Ein bisschen nervig so zu machen, aber was soll's. Ich mache das immer lieber direkt nach oben, aber das ist, ich glaube, hier an der Brücke direkt nicht möglich. So, Abfahrten. Und auch hier wieder. Ich guck immer erstmal, ob das funktioniert. Funktioniert, das ist eigentlich geil, das so zu machen. Wenn es Gefälle allerdings zu steil ist, muss ich es so machen. Und da muss ich meistens. Komplett wrecked hier. Ah,
Aber solange es funktioniert, was soll's. Ganz ehrlich. Sieht kacke aus, aber... Ja, was soll's. So, ja, hier wollte ich ja meine Müll-Area hinmachen, ne? Meine, ich verbrenne mein Zeug-Area. Okay, das hier funktioniert wunderschön mit dem Kreisverkehr hier. Ich habe hier immer noch nicht genug Arbeiter, was mich nervt. Aber was soll ich tun? Ich gewinne Bevölkerung dazu. Wir haben aber verloren insgesamt. Gut, klar, wir haben Industriegebiet abgerissen. Das hatten wir, glaube ich, schon mal. Wie weit sind wir denn weg? Megapolis. Wir sind noch ein gutes Stück weit weg. Von 80.000, okay. Da sind wir, vor allem weil wir gerade Bevölkerung eher verlieren und gewinnen. Das ist nicht so ideal. Mal davon abgesehen, muss ich unser Wohngebiet tatsächlich erweitern. Weil ich auf Dauer mal gucken muss, ne? Vielleicht gehe ich her und mache tatsächlich das hier zu großen Gebieten. Also, nicht so kleine, sondern solche. Weil, was spricht dagegen? Mal ehrlich jetzt. Hier wollen wir gering besiedeln, das ist schon richtig so. Okay, das funktioniert sehr gut. Action will ich von hier aus weg haben. Okay, der Parkplatz muss ein ganz kurzes Stück weg. Boah, es funktioniert. Sehr schön. Wobei ich das dann ganz gern hier vielleicht upgraden würde. Sowas. Dass da zweispurige Straßen sind. Also hier so eine Art. Es ist eigentlich eine Autobahn, ja, aber es ist halt keine Autobahn. Es ist einfach eine zweispurige Auffahrt. Im Prinzip. Okay, das ist gut. Hier müssen wir natürlich auch nochmal das gleiche machen. Mit der Straße. Vor allem, wenn wir die Dings hin machen wollen. Ist aber witziger. Wir machen jetzt die Abfahrt. An das hier ran. Oh Gott, das sieht aber. So, ja. An die Straße ran. Und die Auffahrt mache ich von der hier. Nicht. Warum eigentlich nicht? So sollte die Statistik übrigens aussehen, ne? wir möchten hier jetzt einfach mal drei Dings hin. Sollte das mit dem Bedarf erfüllen, theoretisch. Okay, hier ist, also das hier ist mittlerweile, ja. Einzelne Punkte übrig. Da baut keiner, aber sind halt von der ehemaligen Straßenplanung übrig. Warum habt ihr keinen Strom?
weil der Pillar 1 cm. Ja, okay. Selber schuld, ganz ehrlich. Der Parkplatz. Ich brauche hier drüben definitiv Parkplatz im Parks. Oh, unser Holzzeug ist abgegradet. Holzwerkstofffabrik, Papierfabrik, Holzspänelager. Okay, geil. Das nutze ich gleich mal. Weil wir brauchen nachhaltige nachhaltige Wirtschaft hier im Prinzip. Wir müssen es umbauen jetzt, ja. Großes Baum setzen, das Feld. Okay. Dann haben wir Sägemühle hatten wir schon. Die Biopelletfabrik haben wir glaube ich auch schon. Oder? Ja, haben wir. Haben wir natürlich hier unten. So, dann haben wir jetzt freigeschaltet noch. Holzwerkstofffabrik. Haben wir die hier hinten gequetscht? Kriegen wir. Sehr geil. Schnittholz. Dafür halt normales Rohholz, ne? So, und dann brauchen wir... Haben wir... Was haben wir noch freigeschaltet? Holzplatz haben wir. Holzspänelager. Na, das passt hier leider nicht mehr hin. Dafür muss ich erst so eine Straße bauen. Genau abgemessen, ey. So, und dann können wir hier Holzspänelager machen. Hier hätte ich gesagt, nur mehr Holzdinger. Einfach selbst ins Feld, oder? Wasser. Natürlich habt ihr kein Wasser. Da der Wasserversorger mal wieder erstmal ausgebaut und dann. So. Das hier wird halt wieder die Hauptbelastungsstraße, die absolut überlastet sein wird. Schauen, ob ich zu der Bahnlinie einfach hier parallel eine Strecke mache. Hier vielleicht noch ein bisschen Abstand. Dass man da noch irgendwelche Lager oder sowas hinkriegt. Nicht genug Papier. Aber Papiermühle haben wir gebaut, oder? Holzwerkstoff. Standhaltungsgebäude. Mal hinsetzen. Das ist eine einzigartige Fabrik. Oh, Papierfabrik. Das ist einzigartig. Und das braucht Papier? Ne, es hat doch Papier.
Wie machen wir denn Papier? Mit der Papierfabrik? Ist ja bescheuert. Ach du Schande, ist die groß. Ist ja riesig. Vor allem, es braucht Erdöl und Plastik, um Papier zu machen. Mehrere Probleme. Ja, echt, du hast keinen Strom. Ja, natürlich hast du keinen Strom, du hast kein Wasser. Habe ich verstanden. Wobei, Wasser könntest du eigentlich haben. Wasser decken wir dir jetzt mal nach Fuß ab, aber Wasser müsstest du eigentlich haben. Da können wir zusätzliche Versorgung zu dir hinpacken mal. Vielleicht ausnahmsweise, aber so. Mehrere Probleme. Nicht genügend Rohstoffe. Okay, jetzt ist schon was anderes. Ist schon was anderes. Gut, aber ich würde sagen, das war es auch schon wieder, die Folge. Ich glaube, wir müssen schon wieder. Ich glaube, ich sollte hier das hier auf Dauer auf jeden Fall nochmal. Da sollte ich auf jeden Fall was anderes machen. Eine vierspurige Straße oder sowas hier. Finde ich eindeutig cooler. Und das hier. Damit haben wir auf jeden Fall mehr Optionen, hier nochmal ranzukommen. Dann kann man da und da lang fahren. Das ist schon mal ein bisschen besser. Hier drüben kriegen wir nichts angebunden, leider. Die gefällt mir schon nicht. Ja, die gefällt mir schon nicht, aber was soll ich tun? Ich weiß ja nicht, im Papier, Alter. Müll. Ja, natürlich haben wir ja auch wieder Müllberge. Haben wir, pass mal auf, wir haben doch sicherlich hier jetzt die Option, mal ein so ein Ding einfach mal mitzunehmen. Ja, das packen wir dann irgendwo hier so hin. Dann kriegen wir es auch hier fresh, ja. Da machen wir die. Da, richtig. Richtig. Ich weiß gar nicht, was ihr für Müll haben könnt. Das Hauptgebäude hat den Müll. Okay, es hat, macht Profit, ja. Jetzt möchte ich ganz gern wissen, macht das hier Profit? Das wollte ich echt letztes Mal schon schauen. Es macht noch Profit. Ist unfassbar. Okay, die importieren aber alles. Aber die machen trotzdem Profit. Okay, aber sie importieren alles. Also 90% von dem, was sie brauchen, importieren sie. So, Öl. Ja, Kriminalität. Ist es euer Ernst hier? Das sind zwei Polizeiwachen, nö. Das sehe ich einfach nicht. Okay, die machen noch ein bisschen. Die haben auch Hälfte Eigenproduktion immerhin. Das ist sehr gut. Und die machen auch noch, die machen doch noch ordentlich Profit. Also bei denen könnte es sich sogar noch lohnen, das weiter zu betreiben, wenn die. Also es lohnt sich wahrscheinlich sogar aktuell überhaupt, Sachen weiter zu betreiben. Weil wir machen da jetzt nicht einen riesigen Profit hier. Ja, aber wir kommen auf Null raus, ja. Ja, also so vom Ding her. Und solange wir auf Null rauskommen, ist es ja okay. Aber ich möchte das hier, ich möchte das, glaube ich, alles nach hier oben verlegen. Komplett. Die Holz- und die Forstwirtschaft bleiben da, wo sie sind. Die habe ich da jetzt schon eingerichtet, aber die Erzproduktion kommt hier hoch, weil da oben ist auch irgendwo Erz gewesen. Dann können wir das zumindest da noch ein bisschen abbauen. Ja, müssen wir mal schauen. Das ist alles noch ein bisschen so. Wir haben schon noch Öl, da kommen wir nicht ran. Das ist außerhalb von unserem Gebiet. Und hier können wir halt nichts platzieren, weil rough. Gefälle zu steil, genau. Aus dem Ozean können wir halt nicht mehr rauspumpen. Ja, gucken wir mal. Wir können das hier mal abreißen.
Ja, müssen wir mal schauen. Also ich brauche auf jeden Fall die Bahnlinien weiterhin, auf jeden Fall. Das bin mir ganz sicher jetzt. Ob das hier so viele sein müssen, bin ich mir nicht sicher. Weil, ganz ehrlich. Für was? Für was brauche ich 3 Stück? Also klar, das sind Durchfahrtsgleise und das andere ist ein Bahnhof, aber da kann man auch da durchfahren. Und ich glaube, der große Bahnhof ist einfach übertrieben. Aktuell noch. Das Gute ist, unsere Bevölkerung zieht weiterhin ein. Wir müssen tatsächlich, oh, Zukunftszüge muss schauen, dass er mehr Wohngebiete baut hier. So langsam gehen wir nämlich tatsächlich Wohngebiete hier aus. Ja, Industriegebiet noch nicht so, aber das ist halt, das Problem ist hier, die ganzen Gebäude sind verlassen, die soll sich doch erstmal wieder einnisten. Ich baue jetzt hier Neues, aber das ist kontraproduktiv. Das bringt ja nichts. Es bringt nichts, jetzt hier gerade Neues zu bauen. Okay, und das muss ich auch mal ganz kurz auf. So. Ja, das gefällt mir ein bisschen besser. Ein bisschen. So. Ja. Geschwungen. Mehr geschwungen. Stimmt, hier wollte ich. Ja, hier wollte ich. Das vergisst Zukunfts-Julian wieder. Das vergisst er alles wieder. Das, ja, obwohl das hier weg soll, ich glaube, ich vergesse da nicht. Das. Kann man sich gerade so noch merken. Ja, sehe ich ganz ehrlich. Das, was ich nicht mehr brauche, kann ich eigentlich abhalten. Brauche ich die da nicht. Ich bräuchte die hier drüben vielleicht nochmal, aber eigentlich ist es auch noch okay. Hier bräuchte ich die eigentlich. Ich mache die jetzt erstmal, nur damit die wo ist. Oh, okay, das ist eine Busstation gewesen wahrscheinlich, ne? Ja, das müssen wir auch noch ändern. Die komplette Busstationsstrecke Dingensbummens. Hat jetzt wahrscheinlich Probleme dadurch, dass ich das ich weiß halt nicht, welche Linie das ist. Das Industriegebiet 1 oder 2 wahrscheinlich oder beide. Linie 1 ist das. Die macht actually gar nichts mehr. Oder? Ja doch, die macht noch was. Die. Ich muss eigentlich nur den Stopp löschen. Hä? Kann ich den Stopp nicht verschieben? Oder muss es angebunden sein, dass ich es verschieben kann? Das ist ja bescheuert. Das wäre bescheuert. Ganz ehrlich. Mal davon abgesehen, dass jetzt hier schon wieder. Das ist doch kein Industriegebiet mehr. Aber ich verstehe nicht, warum ich die Linie hier nicht. Kann ich den Stopp nicht einfach löschen? Ich kann auch die Linie löschen, ganz ehrlich. Scheiß auf die Linie. Ich brauche keinen Mensch mehr. Was ist denn das? Franks Fischstäbchen! Natürlich Franks Fischstäbchen! Was habt ihr vor? Franks Fischstäbchen, du bist aus der Stadt verbannt worden. Du darfst hier nicht mehr sein. Die Feuerwehr, ja, ich setze jetzt erstmal hierher, damit die Strom hat. Ich
Also die Auffahrt ist jetzt absolut nicht mehr notwendig. Das hier bräuchte vielleicht mal ein Upgrade. Oder ein paar Parkplätze, irgendwie sowas. Ich glaube, ein paar Parkplätze wären ganz gut. Ich wollte die Folge schon vor 5 oder 10 Minuten beenden. Was ist denn da los? Na, auf dem Parkplatz. Irgendwo habe ich doch bestimmt einen Parkplatz mit dir drin. Oder habe ich die alle schon... Ja, stimmt. Ich habe die an die JVA geschoben. Parkplatz. Ja, Parkplatz. Ein wunderschöner Parkplatz. Ja, ihr habt nicht genug Zeug, naja. Ja, das ist doch alles Mist. Papier. Wert vorherigen Rohstoff. Ja, das ist gut so. Irgendwo hier noch so reingequetscht. Ja, das ist okay. Gut, ich habe keine Ahnung, was die Folge gemacht habe, aber ich glaube, unsere Industrie, wie gesagt, alles. Ja, weg damit. Weg mit dem Industriegebiet. Gut, dann würde ich sagen, haut rein. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.